Meine Lieben, ich fange heute mein 14-tägiges Heilfastenprogramm an. Die, die mir auf TikTok und auf Instagram folgen, haben es vielleicht schon gesehen. Einige von euch haben sogar mitgemacht. Ich möchte das Ganze für euch dokumentieren, für alle diejenigen, die jetzt Interesse daran haben und das gerne auch machen möchten. Natürlich bedeutet das Ganze für mich auch viel Arbeit, aber gleichzeitig ist es für mich auch sowas wie ein Tagebuch. Ich kann mir alles von der Seele reden und ihr könnt sehen, in welche Gefühlslagen man so kommt, denn es wird viele Aufs und Abs geben. Es ist quasi eine Transformation, die man durchmacht. Zuerst hat man Hunger, danach hat man irgendwann mal kein Hungergefühl mehr, aber Appetit. Man riecht besser, man schmeckt besser, man möchte einfach so viel haben, muss aber gleichzeitig verzichten. Und das Ganze zu beobachten ist einfach interessant. Denn so könnt ihr sehen, in welche Gefühlslagen man kommt und einigermaßen einschätzen, was auf euch zukommen würde, wenn ihr auch fastet. Aber keine Sorge, man leidet nicht nur, es gibt sogar eine Zeit der Fasten-Euphorie, dann geht es einem plötzlich richtig gut, man fühlt sich vital, agil und später bleibt das Ganze tatsächlich auch so, wenn man sich weiterhin gesund ernährt. Vor allem die ersten Tage werden ziemlich hart, gerade der Verzicht auf Zucker, Kohlenhydrate und all die Gewohnheiten, wie zum Beispiel der morgendliche Kaffee, frustet, weil die einfach fehlen. Deswegen mache ich dieses Video, um euch zu zeigen, dass es möglich ist, schlechte Gewohnheiten abzulegen und die durch gute zu ersetzen. Erst einmal die Frage, was ist das Heilfasten und was passiert da überhaupt? Also beim Heilfasten verzichtet man mehrere Tage bis Wochen auf feste Nahrung. Es gibt hauptsächlich viel Wasser, Tee, Gemüsebrühe und so hat der Körper die Möglichkeit, sich einmal komplett zu reinigen. Die Nieren werden gereinigt, der Darm wird gereinigt, Ablagerungen lösen sich, man wird quasi entgiftet, man nennt das Ganze auch Entschlackung und das Ganze hat sehr, sehr viele schöne, gute Nebeneffekte. Und zwar sind das so viele schöne Nebeneffekte, dass ich die euch eben hier vorlesen muss. Also der Stresshormon sinkt, Blutdruck sinkt, Körpergewicht sinkt, die Beweglichkeit nimmt zu, Appetit lässt nach. Man bekommt ein gesundes Essverhalten. Das Wachstum neuer Fettzellen lässt nach. Die Speicherung von Fett in den Fettzellen lässt nach. Blutfette, die für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich sind, sinken. Für Diabetiker ist das gut. Allergiker haben weniger Beschwerden. Man hat weniger Beschwerden generell, weil es einfach den ganzen Körper gut tut. Ja, hier haben wir noch einige Sachen. Entsorgung von Abbauprodukten. Selbstheilungskräfte werden gestärkt. Das heißt, das Immunsystem wird gestärkt. Das ist echt krass. Ich habe das ja alles ja schon mal gemacht und kann das Ganze auch bestätigen. Gesunde Strukturen im Körper werden geschützt, Stressreduktion, man erlebt eine Stimmungsaufhellung, das kann ich auch bestätigen. Körperliche Ausdauer kann zunehmen und entzündliche Vorgänge werden reduziert. Deswegen wird das Ganze auch Rheumatikern oder Menschen mit Gelenkschmerzen empfohlen. Aber man muss ja nicht so lange warten, bis man die Beschwerden hat, damit man so etwas macht. Ich mache das Ganze ein bisschen vorsorglich. Und natürlich auch wegen meinem fetten Bauch, aber nicht aus ästhetischen Gründen, sondern eher, weil ich denke, dass es ungesund ist. Das ist einfach ein Zeichen davon, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ja, wenn der Bauch weg ist, fühlt man sich auch besser und ist auch beweglicher und agiler auch. Aber Achtung, bitte macht das nicht nur zum Abnehmen, denn dafür ist das nicht gut geeignet, weil es einfach sonst später einen Jojo-Effekt gibt. Man muss wirklich mental sich darauf einstimmen, man muss sich so weit fühlen und es ist wichtig, am Ende wirklich ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Vielleicht denken sich viele, ich habe doch ein gesundes Essverhalten. Einige haben es wahrscheinlich auch, aber im Großen und Ganzen haben die meisten von uns kein gesundes Essverhalten, denn so viel wie wir essen und konsumieren, ist gar nicht normal. Das ist gar nicht unsere Natur. Unsere Körper sind eigentlich darauf ausgerichtet, wenn man ganz weit zurück in der Zeit geht, dass man ja nicht jeden Tag Fleisch bekommt, sondern alle paar Wochen mal gejagt hat, etwas bekommen hat und isst und der Körper speichert das Ganze. Und so ist unser Körper eigentlich gebaut, aber wir essen und essen und essen und essen und der speichert und speichert und speichert und deswegen gibt es auch so viele Menschen mit einem fetten Bauch, mit hast du nicht gesehen und all den Krankheiten. Also, wer noch im Alter jung und fit bleiben möchte, sollte so früh wie möglich anfangen. Es gibt Menschen, die machen das zweimal im Jahr, ich mache es einmal im Jahr, mir reicht das. Ja. Und so funktioniert die aktive Gesundheitsvorsorge. Das Ganze geht 14 Tage lang, man kann es auch kürzen. Wichtig ist nur, dass man es richtig macht. Wenn man 14 Tage macht, dann gibt es erstmal 2 Entlastungstage. Das heißt, man gewöhnt den Körper schon mal nach und nach daran, dass es in den nächsten Tagen nicht zu essen geben wird. Deswegen gibt es die ersten beiden Tage nur Obst und Gemüse. Wichtig ist, dass man geregelte Zeiten einhält, morgens, mittags, abends, so wie man das auch normalerweise macht. Am dritten Tag gibt es eine Darmreinigung und da wird der Darm einmal gereinigt und dazu kann man
entweder Glaubersalz nehmen, das trinkt man und der Darm, also es wird abwirkend und der Darm wird einfach gereinigt, alles kommt raus. Es gibt auch Leute, die machen einen Einlauf, quasi Schlauch in Popo rein und Wasser reinlaufen lassen und dann kommt das Ganze da raus. Ist nichts für mich, aber es gibt Leute, die das halt auch machen. Nach der Darmreinigung ist das Hungergefühl auf jeden Fall schon mal weg, beziehungsweise es ist nicht mehr so stark. Man hat dann noch Appetit, das heißt, der Rest ist wirklich Disziplin. Einfach nur Flüssigkeit dem Körper zuführt, was der Körper auf jeden Fall braucht. Nach den 10 Tagen hat man dann 4 Tage Vorbereitungstage auf das normale Essen. Das heißt, man isst dann wieder nach und nach feste Nahrung, aber man steigert das nach und nach so, dass der Körper sich auch wieder daran gewöhnen kann, diese ganze Nahrung zu verarbeiten. Und wichtig bei der ganzen Sache ist, dass das gesunde Nahrung ist. Wenn man das Ganze jetzt kürzen möchte, ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Vorbereitungstage bzw. Entlastungstage vorher einhält und auch die Vorbereitungstage auf das normale Essen einhält. Aber die reine Fastenzeit, wo man nichts isst, die kann man kürzen. Also wenn man merkt, das geht gar nicht mehr, nach 2-3 Tagen gar nichts essen, dann kann man wieder anfangen, sich nach und nach auf das normale Essen vorzubereiten. Ja, noch eine kleine Info. Menschen gehen dafür extra in die Klinik und machen das begleitend. Bis zu 14 Tagen, sagt man, kann man es alleine machen. Wenn man gesund ist und keine Bedenken hat, kann man das ohne ärztlichen Rat machen. Man könnte sich aber auch einen Arzt zur Rate ziehen. Allerdings, Leute mit Vorerkrankungen oder mit Risikopatienten oder Risikomenschen sollten auf jeden Fall einen Arzt zur Rate ziehen. Außerdem macht es auch Sinn, vielleicht vor dem Fasten ein EKG zu machen, Blutwerte zu checken und das nach dem Fasten nochmal zu machen, einfach um mal so einen Vergleich zu haben. Kinder sollten das nicht machen. Menschen über 70 Jahren wird empfohlen, egal wie fit sie sind, das auch mit ärztlicher Begleitung bzw. mit ärztlichem Rat zu machen. Für die Darmreinigung gibt es auch andere Möglichkeiten. Das habe ich in meinen TikTok-Videos beim letzten Fasten im letzten Jahr gelesen. Ich mache das Glaubersalz, weil ich das nicht so schlimm finde. Viele sagen, es ist ekelhaft, das zu trinken, der Effekt. Seid doch bitte so nett an die Profis unter euch und schreibt das doch einfach in die Kommentare, was es für Möglichkeiten gibt. Dann können die anderen auch sehen, was man da sonst noch so machen kann. Ich denke, das war genug Background-Info. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich fange jetzt an. Ich habe heute Morgen, ich bin ehrlich zu euch, gesündigt, habe noch meinen letzten Kaffee mit viel Milch und Zucker und Kaffeeweißer getrunken, mir quasi so den Rest gegeben und dann habe ich Zähne geputzt und ab jetzt geht's wirklich los. Heute gibt's halt, wie gesagt, nur noch Obst und Gemüse. Ich werde einkaufen gehen, dann werde ich euch zeigen, was ich so alles einkaufe. Wenn man nach den Lektüren geht, die ja erhältlich sind, muss man so viele Sachen kaufen. Das habe ich beim ersten Mal auch gemacht und dann habe ich gedacht, hör mal, du bist doch pleite, wenn du dich so ernährst. Es geht auch anders. Man kann die ganzen Sachen natürlich auch in Bio holen, aber man braucht wirklich nicht so viel. Das habe ich an mir selber festgestellt. Deswegen werde ich versuchen, das so, ja, so simpel wie möglich zu halten, dass das halt auch jeder machen kann. Wichtig ist, dass man viele Teesorten hat, beziehungsweise gute Teesorten. Es muss noch nicht mal viel sein, die man selber gerne hat. Welche Tees sich eignen, werde ich euch dann später zeigen. Man sollte wirklich sehr viel Wasser trinken. Man sollte gutes Wasser haben. Am besten stilles Wasser mit vielen Mineralien. Wasser ist das A und O, da man auch die Nieren dadurch reinigt. Und deswegen braucht es viel, viel Flüssigkeit. Meine Lieben, ich habe tatsächlich einige Dinge vergessen zu erwähnen. Und zwar, erstmal ist es sehr, sehr wichtig, Sport zu treiben. Warum ist das so? Man denkt, wenn man nichts isst, hat man keine Power. Ist gar nicht so. Ich habe festgestellt, man hat viel, viel mehr Kraft und ganz viele andere Menschen sehen das auch so, haben das auch festgestellt. Das liegt einfach daran, dass der Körper nicht damit beschäftigt ist, erstmal ja, das ganze Essen zu verbrennen, sondern es geht an die Reserven. Und wenn die Reserven irgendwann mal aufgebraucht ist, nimmt es die Proteine, quasi geht es dann an die Muskelmassen. Und damit das dann nicht unschön wird, macht man Sport und hat dann wirklich Muskelmasse, man ist dann auch fit, man fühlt sich nicht so schlapp und ja, der Körper hat genug von allem. Und es ist wichtig, diese Zeit auf eine ja, spirituelle Ebene zu nutzen, das heißt meditieren, schöne Dinge machen, saunieren, Bücher lesen, sich in eine Decke einkuscheln, einfach Dinge tun, die einem gut tun, nicht viel Hektik, nicht viel Stress. Beim Arbeiten würde ich das nicht empfehlen. Es ist einfach, es gibt zu viele Eindrücke, es ist stressig. Am besten man hat Urlaub oder keine Ahnung,
frei oder man hat irgendwie so einen Job, wo was nicht so anstrengend ist und dann kann man es auch beim Arbeiten machen. Ich gehe jetzt einmal einkaufen und dann werde ich nach und nach zeigen, wie ich jeden Tag was esse, wie mein Tagesablauf ist. Aber bevor das anfängt, wiegen wir uns noch einmal. Bin mal gespannt, wie viel ich jetzt wiege. Die Hose ist nicht so schwer, keine Sorge. 85,2 Kilogramm. Und ihr seht, ich habe einen Speckbauch. Ja, so sehe ich aus. Ich kann euch auch gerne meinen fetten Bauch zeigen. Ist das nicht ekelhaft? Also, wie gesagt, gesund kann das nicht sein. Deswegen hoffe ich auch, diesen fetten Bauch auch unter anderem wegzukriegen. Wir werden sehen, wie das Ganze am Ende aussieht. Bleibt dran. Übrigens ziehe ich diese Hose immer unter meiner normalen Hose an. Einfach nicht zu frieren, denn in der Fastenzeit friert man viel. Hab gerade einen schönen Spaziergang im Wald gemacht. Noch was eingekauft, zeige ich euch gleich. Aber jetzt gibt es erstmal mein Frühstück, nämlich ein Äpfelchen. Und das ist nicht irgendein Apfel, der ist ganz besonders. Deswegen muss man den auch richtig schön genießen. Ja, man muss diesen Apfel, wie gesagt, zelebrieren. So wie sie das gerade macht. Nichts mit zelebrieren. Ich bin ausgehungert. Komm, seht mal, ich habe den Apfel schon verschlungen. Man hungert nicht beim Heilfasten. Lecker. Ja, wer wie ich so gerne isst, der kann natürlich auch am ersten Tag ein bisschen mehr essen. Zum Beispiel noch eine Birne und ein bisschen Banane dazu. Wichtig ist, dass der Säuregehalt nicht so hoch ist und dass man das Ganze richtig genießt. Fangen wir doch jetzt mal direkt mit ein paar Entspannungsübungen an. Schließe deine Augen und entspanne. Lasse los. Ich glaube, das kriege ich hin. Du wirst jetzt immer schwerer, schwerer, ganz schwer. Nach einem autogenen Training und einem kurzen Mittagsschläfchen gibt's dann einen kleinen Spaziergang im Wald, ein bisschen die Seele baumeln lassen, die Natur genießen, sich besinnen und in Dankbarkeit üben. Ja, heute ist unser erster Fastentag. Wie fühlst du dich? Also noch geht's mir gut. Aber? Ja, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, ein wenig Schwindel. Und dann habe ich mich aufs Ohr gehauen. Danach ging's besser. Ich habe Hunger. Ja, ich habe auch Hunger. Über Hunger wollen wir jetzt nicht nachdenken. Wir wollen das große Glück in den kleinen Dingen finden. Ja, die gute Frau kocht Kartoffeln. Ja, genau. Das dauert nicht so lange, deswegen teile ich sie jetzt nochmal vor. Das ist unser Mittagessen eigentlich. Aber da wir Mittagessen verpasst haben, wird das jetzt unser Abendessen. Allerspätestens um 18 Uhr sollte man gegessen haben. Brokkoli, Möhren und Fenchel ist da drin. Wird gekocht, kein Salz, kein Pfeffer. Und das habe ich hier noch gemacht mit Petersilie, Koriander, Pfefferminz und Tomaten. Und Dill. Und Dill. Und Salz, Pfeffer darf da auch nicht rein. Ist mir jetzt auch egal, ich will einfach nur essen. Mm. Dass man kein Salz benutzen darf, verstehe ich. Aber warum kein Pfeffer? Das geht mir nicht in den Kopf. Zitrone habe ich jetzt einfach da reingetan, hier in diesen, das hier. Man ist ja keine Kuh, man will ja nicht irgendwie auf einer Weide. Kann man auch Gras essen, was ist das? Ja, das ist unser Abendessen. Es ist eine große Portion, aber ich esse ja auch normalerweise viel. Ich muss mich halt nach und nach daran gewöhnen. Das schmeckt gerade unnormal lecker. Ich weiß nicht, wie eine Möhre ohne Salz und Pfeffer und ohne Fett so lecker schmecken kann und generell alles andere auch. Schmeckt dir das auch? Mm. Lecker. Also das Essen war richtig, richtig lecker. Jetzt geht's mir gut. Man sollte auch jemanden zu Hause haben, der spült. Und jetzt gibt es erstmal einen Kräutertee bzw. einen Brennnesseltee. Denn man braucht sehr, sehr viel Flüssigkeit. Zum Abendessen gibt es eine Rohkostschale. Das ist ein halbes Äpfelchen, halbes Möhrchen und etwas gepresster Orangensaft. Und abgeschmeckt mit ein wenig Ingwer. Probieren wir das doch mal. Mmh. Lecker! Ich gehe jetzt langsam schlafen, mir geht's nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen, ich fühle mich so schlapp, ich friere, ich muss einfach nur ins Bett. Der nächste Morgen! Ich kann nicht mehr, ich habe Kopfschmerzen, mir ist kalt, ich friere, ich will nicht aus dem Bett. Ich glaube, mir fehlt der Zucker. Ich gehe jetzt aber erstmal meditieren und danach muss ich ein bisschen was essen. Einatmen und atme tief durch und ausatmen.
Das letzte Frühstück vor dem großen Fasten. Bananen, Birnen, Äpfel und Johannisbeeren und ein Zitronen-Melissentee. Ja, meine Lieben, heute ist Tag 2. Der gestrige Tag war ganz gut. Zwischendurch gab es Aufs und Abs. Ich glaube, mir fehlt tatsächlich dieser Zucker. Und ja, Kohlenhydrate hatte ich ja ein bisschen in den Kartoffeln. Aber das ist heute auch das letzte Mal. Heute werde ich mich genauso ernähren wie gestern. Zeige ich euch auch später. Diese Gefühls-Aufs und Abs sind nicht so leicht zu ertragen. Ich bin manchmal richtig sauer. Auf was? Keine Ahnung. Aber das wird schon wieder. Mir das alles von der Seele zu sprechen, ist gut. Und ich glaube, ich muss schönere Dinge machen. Also gestern war ja nun mal der erste Tag und wir waren im Wald spazieren und so. Ist ja alles schön, aber ist auch anstrengend. Heute möchte ich so saunieren. Ich werde in den nächsten Tagen so vielleicht Massagen machen. Meditieren ist sehr, sehr gut. Das habe ich heute Morgen gemacht. Danach ging es mir auch echt viel, viel besser, weil, wie gesagt, Kopfschmerzen, Frieren und Unwohlsein, das war nicht so gut. Jetzt geht es mir schon viel, viel besser. Ich habe euch genug zugetextet. Ich gehe jetzt erstmal das Glaubersalz kaufen und ich würde sagen, wir sehen uns im Laufe des Tages. Also eingekauft habe ich Brokkoli, Karotten, Sauerkrautsaft, ein bisschen Tomaten, so einige Kräuter, wie zum Beispiel Petersilie, Dill und alles, was ihr hier seht. Suppengemüse für die Gemüsebrühe, ein paar Teesorten und natürlich Kartoffeln. An Obst habe ich Birnen geholt, ein paar Äpfel, Bananen, ja, Orangen auch, auch wenn man davon nicht viele verzehren kann in den Entlastungstagen und ein paar Beeren. Ja, heute koche ich fast das gleiche wie gestern. Ein bisschen Kartoffeln, Brokkoli dünsten, ein bisschen Möhrchen, etwas Kräuter klein hacken und ein bisschen Tomaten dazu. Das war's. Ist heute das letzte Essen, das letzte Mittagessen. Ein Abendessen gibt's ja auch noch. Deswegen heißt es jetzt erstmal alles kurz und klein schnibbeln. Keine Sorge, ist alles kein Hexenwerk. Das kriegt jeder hin, oder? Ja, also wieder einmal alles einfach nur in Wasser kochen. Die Brokkoli kommt gleich auch noch dazu. Die Kräuter und die Tomaten habe ich ganz klein und fein gehakt, damit das Ganze auch nicht zu trocken wird hier. Ein paar Tropfen Zitrone kann man natürlich auch dazu geben. Mmh, lecker. Auch ohne Salz und Pfeffer, eine reine Geschmacksexplosion. Um 18 Uhr gibt es noch ein letztes Abendessen. Freust du dich schon auf dein letztes ja, Mal? Richtig. Das wird tatsächlich unser allerletztes Essen jetzt. Mmh, lecker. Äpfelchen und Möhrchen reiben, etwas Zitrone dazu, mit Ingwer abschmecken. Rote Beete geht auch klar. Mmh, lecker. Jetzt noch einen beruhigenden Film gucken. Tag 2 ist geschafft. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Tag 3 des Heilfastenprogramms. Und zwar ist heute die Darmreinigung angesagt. Das heißt, heute wird tatsächlich gar nichts mehr gegessen. Und irgendwann trinke ich das Glaubersalz, was ich gestern gekauft habe. Und dann geht's auf Toilette und alles geht raus. Aber das mache ich erst heute im Laufe des Tages. Vorher möchte ich mir was Schönes gönnen. Ich werde in die Sauna gehen. Man soll schöne Sachen machen in dieser Zeit. Allerdings war ich einfach viel zu schlapp in den letzten 2 Tagen. Das ist aber völlig normal. Ich glaube, jetzt kommt langsam so eine gewisse Energie auf. Mal schauen, wie der heutige Tag wird. Ich gehe jetzt erstmal runter, meditieren. Das hat mir gestern sehr, sehr gut getan. Kann ich jedem empfehlen. Kurzer Zwischenbericht am Morgen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und wieder einmal heißt es in sich kehren. Die gute Frau ist übrigens unter anderem auch nicht praktizierende Yogalehrerin. Die Meditation hat richtig gut getan. Jetzt gönne ich mir einen leckeren Brennesseltee. Gleich gibt es einen schönen Spaziergang und danach die Sauna. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja, meine Lieben, ich war heute in der Sauna. Es hat mir richtig, richtig gut getan. Ganz wichtig ist natürlich, Wasser viel zu trinken. Habe ich auch gemacht. Ich hatte meine große Wasserflasche dabei. Viel geschwitzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir zum Glaubersalz. Ich muss jetzt gleich mein Glaubersalz trinken, um dann meinen Darm zu entleeren und meinen Darm zu reinigen. Ich werde euch dann einfach mal zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Aber auf Toilette gehe ich nicht mit euch. Aber mal was anderes. Merkt ihr, wie gut ich aussehe? Ich glaube, langsam aber sicher merkt man, dass das Heilfasten gut tut. Oder liegt es nur an der Sauna? Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich heute gar nichts gegessen habe? Heute gab es wirklich nur Kräutertee und Wasser tatsächlich. Und Gemüsebrühe werde ich gleich kochen, aber erst morgen. Aber ich muss sagen, mein Hungergefühl ist komplett weg, wirklich. Solange ich nicht irgendwie Essen sehe oder über Essen rede, ist alles gut. Meine Schwester sei Dank erinnert mich die ganze Zeit irgendwie an Essen. Oh, wir können das ja dann kochen, wir können das ja dann kochen. Und dann ist die selber so, ich hab Hunger. Und das steckt an und jetzt habe ich gesagt, du sollst lassen, aber irgendwie macht die das immer wieder. Da sagt die plötzlich, oh, McDonald's, oh, Chips, oh, das. Und wenn ich das ausspreche, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das heißt, ich habe keinen Hunger, aber ich habe unnötig Appetit und deswegen muss ich das irgendwie in Grenzen halten. Am besten immer Wasser trinken und Tee trinken. Sobald dieses Gefühl kommt, dann hat man das echt gut unter Kontrolle. Es ist soweit, meine Lieben. Die
trinkt? Ich trinke Sauerkrautsaft, weil letztes Jahr habe ich Glaubersalz getrunken. Das war abartig, sage ich euch. Da ist mir richtig schlecht geworden. Und das schmeckt mir richtig gut. Und der Effekt ist derselbe. Sieht man übrigens auch in den TikTok-Videos von letzten Jahr vom Fasten. Da haben wir nochmal so schön angestoßen. Machen wir gleich auch. Ich zeige euch jetzt, wie man dieses Glaubersalz anmischt, beziehungsweise ich kann euch das sagen, pro Körpergewicht 0,5 Gramm. Und das ist schon fertig, da müsst ihr nichts machen mischen. Das ist auch nicht so extrem. Das hier, da wird halt alles richtig durchgereinigt. Man kann aber auch FX-Salz benutzen, was auch immer das ist. Aber wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Alternativen kennt. Machst du das? Ja. Also, was steht da drauf? Wie möchtest du denn haben? 2 oder 4? 4, das soll richtig wirken. Du kannst das alles austrinken. 250 Milliliter ist doch nichts. Ja. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, mir wird jetzt schon vom Zuschauen und vom Zusammenstellen richtig. Das riecht nicht, nein. Also auf der Verpackung steht 2 bis 4 Teelöffel auf 250 Gramm. Das mit dem Körpergewicht 0,5 pro Körpergewicht hatte ich in diesem Buch gelesen. Aber in dem Buch steht hier so einiges. Soll ich alles voll machen oder willst du das nach und nach? Alles auf einmal. Alles auf einmal. Das ächze ich direkt weg, weil das schmeckt ja nicht. Das ist Burr. Die Leute hassen das übrigens. So. Wollen wir anstoßen einmal? Ja. Prösterchen. Ja, ich würde sagen. Prösterchen. Prösterchen ist gut, das Zeug schmeckt einfach nur. Lecker. Was lecker. Ja. Meiner schmeckt hier. Sauerkraut. Sauerkraut. Ich mag. Nein, stell dich nicht an, es ist nur Salz. Das geht nicht so lange. Willst du auch einen Schluck? Ja, ja. Du wolltest es so haben, gibst du. Komm, das hebe ich mir auf für die Instagram-Story. 5 Minuten sind vergangen und ich spüre nichts. 10 Minuten und es ist immer noch nichts passiert. Und bei ihr anscheinend auch nicht. Bei mir? Wie siehst du? 20 Minuten sind jetzt vergangen und ich bin völlig beschwerdefrei. Anscheinend tut mir das Glaubersalz nichts. 40 Minuten sind vorbei und es tut sich immer noch nichts. Wie gesagt, abwarten und Tee trinken. In der Zeit machen wir es uns schön, zünden ein paar Kerzen an, ziehen uns einen Film rein, lenken uns ein bisschen ab und plötzlich tut sich etwas. Ist es etwa schon soweit? Ich spüre hohe Aktivitäten im Magen-Darm-Bereich. Ich glaube, es geht los. Ich sollte auf kürzestem Wege auf Toilette, ein Knurren, ein Brummen und ich spüre, dass es jeden Moment passieren wird. Zum Glück gibt's hier 2 Toiletten, auf letzter Minute schaffe ich es noch rechtzeitig aufs Gäste-WC. Einmal aufs Töpfchen und... Oh ja, was für ein befreiendes Gefühl. Es tut so gut. Loslassen und einfach alles rauslassen. Ja, es ging jetzt los. Mir geht's schon besser. Ich weiß aber nicht, ob es schon vorbei ist. Ich denke mal, das kommt noch. Das wird jetzt die ganze Nacht so gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich friere und fröstele und habe nicht mal mehr die Kraft, diese Kerze auszupusten. Außerdem muss ich immer wieder auf Toilette. Gute Nacht. Heute ist Tag 4 des Heilfastenprogramms und der erste reine Fastentag, obwohl ich gestern schon gar nichts gegessen habe, aber der gestrige Tag zählt als Darmreinigung. Ja, ich habe das Glaubersalz getrunken, wie ihr gesehen habt, diese ganze Nacht über musste ich oft aufstehen. Deswegen gibt es auch Leute, die sagen, man sollte das lieber tagsüber machen, aber ich will meinen ganzen Tag nicht damit vergeuden, auf Toilette zu laufen. Dann mache ich das lieber vorm Schlafen gehen und nachts aufstehen mache ich halt eh ab und an mal zum Toilettengang. Deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Wichtig ist, dass man ganz viel Wasser trinkt. Das habe ich auch gemacht. Und ja, wie ihr seht, mir geht's ganz gut. Hunger habe ich gerade nicht. Ich freue mich auf einen Tee und ich freue mich auch auf die Gemüsebrühe heute. Was wird heute gemacht? Ich würde sagen, so ab heute kann ich anfangen mit Sport. Hätte ich auch die ganze Zeit machen können, aber ich persönlich wollte das ein bisschen schonender angehen. Deswegen werde ich ja heute vielleicht joggen oder
Ja, spazieren gehen habe ich sowieso jeden Tag gemacht. Oder aber ja, im Fitnesscenter. Gestern war ich hier ganz lange saunieren. Richtig ausgiebig. Es war so schön. Ich halte euch auf dem Laufenden. Beziehungsweise wir kochen heute die Suppe gemeinsam. Nicht die Suppe, die Brühe, die Gemüsebrühe. Vorher steht Meditation an. Wenn ihr auch meditieren wollt, aber keine Ahnung davon habt, empfehle ich euch Maddie Morrison Videos auf YouTube. Anfänger können auch mit der 5-Minuten-Meditation anfangen. Ja, jetzt wird die Gemüsebrühe vorbereitet. Dazu habe ich 2x Suppengemüse genommen. Das Ganze wird dann geschnibbelt und in einen Kochtopf reingeschmissen, ohne Salz, ohne Pfeffer, ohne irgendwas anderem gekocht und dann durch ein Sieb gedrückt und quasi nur das Wasser davon ist dann die Gemüsebrühe. Dazu nehmen wir Möhren, Lauch, Petersilie und Tomaten, schnibbeln das Ganze in kleine feine Stückchen, packen alles in einen Topf, gießen das Ganze mit heißem Wasser auf und kochen es anschließend unter gelegentlichem Rühren so lange auf, bis das Wasser wie eine Brühe aussieht. Mmh, wie das riecht! Die Brühe sollte auf niedrigster Stufe gekocht werden und man kann tatsächlich doch Salz reintun, und zwar 4 Gramm. Das ist ein kleiner Teelöffel. Auch frische Kräuter runden den Geschmack ab. Am besten nehmt ihr mehr Salz, die Kräuter gerne zum Schluss rein. Auch Petersilienwurzel, Ingwer oder Sellerie passen ganz gut. Das Ganze in einen anderen Topf geben, durch ein Sieb laufen lassen und 1/4 von dem Gemüse leicht durchdrücken, dass da so ganz kleine, feine Stückchen noch dran sind. Und so sieht das Ganze dann in Action aus, meine Damen und Herren. Wie gesagt, 1/4 davon hier leicht durchdrücken und der Rest halt ist halt dann die Brühe, ne? Ja, am Ende kommt das raus. Das kann man auch einfrieren. Also ich habe jetzt mehrere Portionen davon rausbekommen. Probieren wir das doch einfach mal. Mmh, lecker. Den restlichen Tag über gibt's viel Tee, Wasser und wenn ihr wollt, noch einen Obst- oder Gemüsesaft am Abend. Meine Lieben, heute ist Tag 5 von 14 von meiner Heilfastenkur. Seit 3 Tagen jetzt gar nichts mehr gegessen. Gestern die Brühe, die Gemüsebrühe getrunken, 2x am Tag um 12 und um 18 Uhr. Mir geht's richtig, richtig gut. Ich fühle mich mittlerweile richtig fit. Ich könnte jetzt Sport machen, habe ich heute leider nicht, aber ich war viel unterwegs, viel gelaufen, Spaziergang gemacht. Ich war mit Freunden im Restaurant, die haben Lasagne gegessen und was noch nicht alles anderes da war, total leckere Sachen und ich durfte zusehen und meinen Minztee und stilles Wasser trinken. Eine richtig große Herausforderung, sage ich euch, aber es hat geklappt. Ich habe mir viel schlimmer vorgestellt, als es dann letztendlich war. Der Duft hat mir so gut getan, die Sinne sind ja jetzt richtig gestärkt, ich rieche gut, ich schmecke alles richtig intensiv. Kräutertee schmeckt mir richtig gut, aber frisch, ne? Also getrocknete, kein Beuteltee. Brennnessel ist sehr, sehr lecker. Schachtelhalm ist sehr, sehr lecker. Und Lindenblüte. Die 3 Tees sind richtig gut. Mein Favorit ist der Brennnesseltee. Dazu einfach einen Teefilterbeutel nehmen, die getrockneten Brennnessel reinpacken, dann das Ganze verschließen und verknoten. Anschließend in einen Topf geben und mit kochendem Wasser übergießen. Circa 10 Minuten kochen und ziehen lassen. Und zu guter Letzt das Ganze in eine Thermoskanne gießen. Den Beutel ruhig auch mit rein, dann das Ganze einmal verschließen und du hast Tee für den ganzen Tag. Brennnesseltee regt übrigens den Stoffwechsel an, entschlackt, hemmt entzündliche Vorgänge, stärkt das Immunsystem und ist einfach nur... Mmh, lecker! Sport werde ich morgen machen. Heute gehe ich jetzt zur Massage. Ich würde sagen, ich melde mich morgen nochmal. Eine Sache muss ich allerdings erwähnen. Heute hat die Freundin, die mich gesehen hat, sich total gewundert, wie viel ich abgenommen habe. Ich selber merke das nicht. Ich mache das ja auch, wie gesagt, nicht zum Abnehmen. Aber anscheinend habe ich auch abgenommen. Gewogen habe ich mich auch noch nicht, weil ich mich nicht damit verrückt machen möchte. Am Ende werde ich mich wiegen. Ihr wisst, am Anfang habe ich 85,6 oder so gewogen. Wir werden sehen. Heute mal einen kleinen Abstecher bei Mutti, die Shopping Queen möchte zum Einkaufen kutschiert werden. Da bin ich doch gleich mit dabei. Papi chillt heute zur Abwechslung mal auf der Couch. Meine Lieben, heute ist Tag 6 von 14. Ja, gestern Abend war ich noch bei der Massage. Das Interessante war, so fest die Frau auch gedrückt hat, ich habe gar nicht so viel gemerkt. Ich weiß nicht warum, ich glaube es liegt am Fasten. Meine Schwester hatte dasselbe. War zwar schön, dass man nicht so Schmerzen hat, aber auf der anderen Seite hat dieses Genießen irgendwie dann gefehlt. Ich lag da nur und dachte doch, ja schön. Normalerweise gehe ich total auf bei so einer Thai-Massage. Ansonsten ging es mir gestern echt gut. Das war krass, was ich gestern alles da mitgemacht habe. Also Lasagne hat jemand neben mir gegessen. Ich war bei der Mama und die hatte vorher wohl gekocht. Das hat richtig gut
gerochen da und bei Mama kriege ich grundsätzlich immer Hunger. Habe ich aber ganz gut durchgehalten. Dadurch, dass ich gestern so viel gemacht habe, habe ich es nicht geschafft, meine Gemüsebrühe zu trinken und habe das dann sehr, sehr spät gemacht. Das war, glaube ich, so 21.30 Uhr oder so und man soll es spätestens zwischen 18 und 19 Uhr trinken. Und jetzt weiß ich auch warum. Heute Morgen ging es mir nämlich nicht so gut. Ich hatte so einen ekelhaften Geschmack im Mund und das habe ich echt seit die letzten paar Tage nicht gehabt. Auch so ein Mundgeruch und das war nicht so schön. Apropos Geruch, es ist völlig normal, dass man während des Heilfastens auch riechen kann. Dadurch, dass so viele Giftstoffe abgebaut werden, passiert das im Körper. Habe ich aber dieses Jahr nicht so stark, hatte ich bei den ersten Malen. Anscheinend habe ich nicht mehr so viel Gift in meinem Körper. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es sind ja noch 8 Tage vor uns. Wer weiß. Ja, meine Schwester heute Morgen, die war ziemlich blass. Ihr ging es nicht gut. Die kam nicht hoch. Dann habe ich geguckt, was man da so machen kann und habe dann gedacht, komm, ein bisschen Orangensaft oder Tomatensaft wäre ganz gut. Sie hat Tomatensaft bevorzugt. Ich hätte ihr Orangensaft gegeben, weil ich gedacht hätte, dieses fruchtige, zuckrige würde ihr gut tun, aber sie hat nach Tomatensaft verlangt und deswegen habe ich gedacht, komm, der Körper weiß grundsätzlich eigentlich immer, was richtig ist und da sollte man auch ein bisschen drauf hören. Und nach dem Tomatensaft ging es ihr tatsächlich gut. Ich habe auch so einen kleinen Schluck genommen. Das hat mir auch richtig Kraft gegeben. Sie war danach auf jeden Fall nicht mehr blass und hat auch Farbe bekommen. Jetzt haben wir meditiert und gehen gleich joggen das erste Mal. Ja, so sieht das Ganze aus. Ansonsten steht nichts an, aber wenn wir schon bei Beschwerden sind, am Ende des Videos werde ich euch ein paar mögliche Beschwerden aufzählen und Gegenmaßnahmen dafür als Tipps mitgeben. Die kommen auch nicht von mir, die habe ich durch Recherchen und aus eigener Erfahrung natürlich. Ansonsten sieht der heutige Tag sehr, sehr entspannt aus. Nach dem Joggen werden wir schauen, wie wir den Tag so verbringen. Nichts Festes geplant. Wie gesagt, uns geht's gut. Ich hoffe, nach dem Joggen auch. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, jetzt sind wir joggen. Morgen. Wir haben jetzt wieder unsere Kräfte gesammelt. Heute lief alles irgendwie in Zeitlupe bei uns. Sie musste einen Tomatensaft trinken, um wieder fit zu werden. Aber alles gut. Man darf es nicht überstrapazieren, seinen Körper. Aber Bewegung ist gut, ne? Ja. Auf jeden Fall geht's mir viel besser. Und mir natürlich dadurch auch. Jetzt erstmal eiskaltes, glasklares und frisches Quellwasser aus dem Wald trinken. Und bei der Gelegenheit auch mal frisch machen und das Gesicht waschen. Lecker. Jetzt sind wir ungefähr 3 Kilometer gelaufen. Ja. Wie lange? Wie lange? Ja. 15 Minuten. 15 Minuten. Ich habe jetzt nicht auf die Hose. Ja, Jogger lachen sich wahrscheinlich jetzt schlapp. Wir können eigentlich auch mehr laufen. Das ist aber der Einstieg. Der Einstieg. Ich bin jetzt ein ganzes Jahr nicht mehr gejoggt. Aber ich auch, vielleicht sogar länger noch. Deswegen. Ja. Ab morgen steigern wir dann die Strecke. Ja, die nächsten Tage, ne? Ich weiß nicht, ob wir morgen joggen, aber die nächsten Tage. Ja, so sieht's aus, meine Lieben. Gleich noch ein paar Dehnübungen. Da können wir euch auch ein bisschen was zeigen. Jetzt ein paar Dehnübungen. Willst du uns auch was dazu erzählen? Wie es aussieht, nicht. Ja, das sind die Oberschenkelmuskulatur. Ja, das ist, wie es blöd, weil ich die Namen von den Muskeln nicht kenne. Oh! Ich erzähle gerade dann das hier. Okay, ja, das hier ist gut. Ich würde einfach sagen, einfach mal nachmachen und nicht hinterfragen. Ich würde sagen, diese Übung streckt das Bein, dies die Arme, das, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall professionell aus. Aber jetzt komme ich. Wie ihr sehen könnt, bin ich sowohl gelenkig als auch elastisch zugleich. Und auch das Bein kriege ich mit einem ganz leichten Schwung hoch. Komme mit meinem Finger bis zum Zeh und auch die andere Seite ist kein Problem. Wie gesagt, ich habe lange keinen Sport gemacht. Dafür mache ich mich doch ganz gut, oder? Wie, du siehst das ganz anders? Dann will ich dich mal sehen. Komm und zeig mir doch einfach mal, was du drauf hast. Mir geht es heute ganz gut, aber meine Schwester hat heute ein bisschen was zu klagen. Alles gut bei dir? Nein, also nach dem Joggen gehen habe ich auch richtig gefroren. Dann habe ich mich hingelegt und wollte so ein bisschen entspannen. Da bin ich eingeschlafen. 3 Stunden, glaube ich. Ne? 3 Stunden habe ich geschlafen. Ja, ich glaube schon. Und jetzt komme ich irgendwie nicht hoch. Und wenn ich auch dran denke, dass ich gleich eine Brühe trinke, wird mir richtig schlecht. Also nach Brühe ist mir nicht und nach Tee auch überhaupt nicht. Wonach ist dir denn? Nach
Kaffee ist mir. Einen therapeutischen Kaffee kann man trinken, das ja, weißt du. Ja, ich mache mir vielleicht einen. Super. Das Blöde ist, ich kann jetzt nachts bestimmt nicht schlafen, weil ich es den ganzen Tag hier gelegen habe. Dann gucken wir halt Filme und machen einen Filmabend. Ja, gut. Jetzt habe ich gerade einen Schluck Wasser getrunken. Boah, das finde ich auch so eklig. Wie kann man denn Wasser eklig finden? Wasser ist lecker. Ich muss es trinken. Da sind ja so viele Mineralien drin. Ja. Leute, es ist so schrecklich. Wir haben gerade die Tür aufgemacht. In der ersten Etage wurde gekocht und das Essen kommt bis hier rein. Und ich rieche jede Nuance. Ich könnte sagen, was das alles ist, aber wir dürfen nicht essen. Leute, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Deswegen habe ich mir jetzt einen Tomatensaft, was ich ja trinken darf, heiß gemacht, sodass es wie eine Tomatensuppe ist. Aber es ist keine Suppe. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Alles wegen ihr. Weil sie die ganze Zeit sagt, ich habe Hunger. Du Schwein. Meine Lieben, heute ist Tag 7 von... Ja, es ist Tag 7 von 14. Die Hälfte ist geschafft. Nur noch heute und 3 Tage noch reines Heilfasten. Und dann geht's mit den Aufbautagen los. Ich freue mich schon richtig darauf. Mir geht es gut. Ich habe nichts gegessen. Immer noch nicht. Ich werde mir jetzt eine Gemüsebrühe gönnen. Sonst nichts. Guckt euch das Wetter bitte mal an. Einfach nur widerlich, bei dem Wetter kann man echt nichts machen. Aber wir wollen ja positiv und optimistisch bleiben, deswegen mal schauen. Vielleicht geht's heute in die Sauna, vielleicht auch schwimmen. Körperliche Aktivität ist sehr gut, weil ich merke, sobald ich zu Hause hocke, friere ich einfach richtig und das ist gar nicht schön. Gestern war ich übrigens sehr, sehr schlapp, aber ich denke, das wird jetzt wieder. Ich möchte, dass diese Fasten-Euphorie wiederkommt, das war so schön. Heute Abend gibt's noch mal einen kleinen Bericht und ja, ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns morgen an Tag 8 des Heilfastens. Jetzt erstmal. Eine leckere Gemüsebrühe. Lecker. Heute geht es mir sehr gut. Ich bin zwar ein bisschen aggro unterwegs, aber sehr gefasst und sehr klar im Kopf. Ich habe meinem Ärger viel Luft gemacht heute. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ich merke, dass mit dem Fasten das Verärgertsein ganz anders ist. Ich komme auch schnell wieder runter. Ich nehme die Gedanken an. Ich gebe denen frische Luft oder wie man das auch sagt. Und dann ist alles wieder gut. Jetzt gehe ich erstmal kurz in die Sauna. Ich mache meinem Ärger Luft, das wollte ich sagen. Tag 8 von 14 des Heilfastens und mir geht's heute sehr gut. Zwischendurch hatte ich so einen schlappen Moment, da habe ich meine Gemüsebrühe getrunken und heute habe ich mir einen Granatapfelsaft gegönnt. Hat mir auch gut getan, also ihr seht, mir geht es gut. Ich habe Appetit, kein Hunger, aber ich habe leider immer noch richtig Bock auf so Pizza, Nudeln, Lasagne, sowas würde ich gerne essen. Ich weiß nicht, ob dich das abstellt. Ich glaube, letztes Jahr war es auch so. Wenn ich die Aufbautage mache und nur gesunde Sachen esse, da baut man ja ganz langsam auf und isst auch wirklich nur Gutes, kann es sein, dass ich dann nur noch Lust auf sowas habe. Weil letztes Jahr war das so. Ich hatte ganz lange Zeit keinen Bock auf Kohlenhydrate und ich liebe Kohlenhydrate. Ich liebe Chips, ich liebe Pommes, ich liebe einfach Reis und alles, was mit Kohlenhydraten zu tun hat. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Meiner Schwester hingegen geht es dieses Mal nicht so gut. Sie wartet die ganze Zeit auf diesen Moment, wo sie sich wie neugeboren fühlt, kommt aber leider nicht. Wir wissen nicht, woran es liegt. Sie hatte vor kurzem noch die Corona-Erkrankung. Es könnte vielleicht daran liegen. Ich muss sagen, sie sträubt sich auch ein bisschen gegen die Gemüsebrühe. Hat sie letztes Jahr zwar auch gemacht, aber diesmal viel mehr, weil sie das nicht mag. Sie findet es eklig und sie sagt, sie müsste dann würgen und deswegen lässt sie sie weg. Und ich kann mir vorstellen, dass dem Körper dann vielleicht einige Sachen fehlen. Also ich trinke sie regelmäßig und mir geht's gut damit. Und da es ihr nicht so besonders gut geht und sie auch ziemlich schlank ist und jetzt dadurch noch schlanker ist und nicht aussehen möchte wie eine Magersüchtige, haben wir uns überlegt, das Ganze einen Tag zu kürzen, also die reine Fastenzeit. Das hatte ich euch ja auch gesagt, dass man statt 7 Tage dann 6 machen kann. Und ganz ehrlich, der Tag der Darmreinigung, da isst man auch nichts. Das ist eigentlich auch ein Fastentag. Deswegen hat man 7 Tage lang nichts gegessen. Also wir werden auf jeden Fall einen Tag verkürzen, statt 8 Tage lang nichts essen, nur noch 7 Tage lang nichts essen. Und dafür aber, was viel, viel wichtiger ist, die Aufbautage richtig machen. Also Tag 1 ist Fastenbrechen, dann erster Aufbautag, zweiter Aufbautag, dritter Aufbautag. Und da baut man ja nach und nach auf. Das werden wir dann zusammen machen. Und das ist sehr, sehr wichtig,
für einen langfristigen Erfolg. Ja, das war's für heute auch schon. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Tag 9 von den ursprünglichen 14, was wir auf 13 runter reduziert haben. Und somit der letzte reine Fastentag. Morgen steht das Fastenbrechen an. Ich habe heute einen Kräutertee, diesmal mit einem Löffel Honig getrunken. Oh mein Gott, war das lecker. Ich habe gedacht, ein bisschen Energie ist ganz gut und langsam kann man sich vielleicht schon mal darauf vorbereiten. Wie gesagt, bei dieser Heilfastenkur darf man auch ruhig Honig in seinen Tee reintun, ein bis zweimal am Tag. Habe ich selber aber nicht gemacht, weil ich das nicht wollte. Aber diesmal habe ich gedacht, komm, das ist gut. Honig ist auch entgiftend und hat mir jetzt echt richtig Power gegeben, so dass ich direkt nach dem Meditieren jetzt auch noch ein bisschen Trainingseinheiten gemacht habe. Ein paar Sit-Ups, Liegestütze und was habe ich noch gemacht? Ja, ein bisschen Dehnübungen, so Stretching. Und ja, mir geht's gut. Heute steht nichts Besonderes an. Ich könnte eigentlich jetzt wieder in die Sauna oder irgendwas im Wellnessbereich machen. Allerdings habe ich ein paar Aufgaben, die ich heute zu erledigen habe. Von daher will ich die ganz gechillt angehen und jetzt nicht durch den Tag hetzen. Aber ihr seht, mir geht's gut. Wie sieht's mit meiner Schwester aus? Bei ihr ist es immer noch so. Sie sagt, es ist nicht wie beim letzten Jahr, wo sie dieses Gefühl von ich fühle mich wie neugeboren hat. Sie weiß nicht genau, woran es liegt. Wie gesagt, wir vermuten, dass es an der Corona-Erkrankung eventuell liegen könnte, die jetzt nicht allzu lange zurückliegt. Bei mir liegt die Corona-Erkrankung schon viel länger zurück. Ja, so sieht das aus. Ich mache heute Abend noch einen kurzen Zwischenbericht und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Wir haben jetzt für die Aufbautage eingekauft ganz viel Obst. Und ganz viel Gemüse, aber das habe ich leider schon jetzt in den Kühlschrank reingeräumt. Also was haben wir alles geholt? Kohlrabi, Zucchini, Tomaten, Gurken, Kräuter, also Dill, Pfefferminz, Koriander. Und was hatten wir denn noch? Petersilie. Was denn? Rote Beete und Kaki und Zucchini hatte ich schon. Ja, dann haben wir fürs Frühstück so Porridge geholt, Haferflocken, Kopfsalat hatten wir, ja. Nicht fürs Frühstück, aber Kopfsalat hatten wir auch. Guten Honig und gute Erdbeerbrotaufstriche, was man fürs, ja, entweder mit einem selbstgebackenen Brot essen kann oder was man in sein Müsli mischen kann. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt einen leckeren Kräutertee. Meine Lieben, heute ist Tag 10 des Heilfastens. Das heißt, heute ist der Tag des Fastenbrechens. Und dem Tag beginnen wir wie immer mit einer Tasse Tee. Und heute können wir vormittags einen Apfel zelebrieren. Den soll man ganz, ganz langsam essen. Also meditativ und im Stillen soll man den Apfel essen. Und der Apfel eignet sich nicht nur so gut, weil er so köstlich schmeckt, sondern weil er auch mineralstoffreich und vitaminreich ist und verdauungsfördernd. So, meine Schwester hat vorher 63 gewogen. Wollen wir mal schauen, wie viel sie heute wiegt. Die Stunde der Wahrheit. Es wird spannend. Oh, da hat sich aber jemand halbiert. Oh. Na komm, das machen wir noch einmal. Die liebe Emily hat 63 gewogen. Mal schauen, wie viel sie heute wiegt. Das ist jetzt schon der dritte Anlauf. Hoffentlich geht diese Waage jetzt. Ja, das kann schon eher hinkommen. 57,9, wenn man die Klamotten abzieht. 57, ne? Ja. 6 Kilo abgenommen. Wow. Und wie schmeckt der Apfel nach so vielen Tagen? Oh, herrlich. Geht's dir schon bin besser? Ich bin so glücklich gerade. Übrigens, heute ist mein Geburtstag. Mein bestes, schönstes Geburtstagsgeschenk. Das stimmt. Und merkst du irgendwelche Veränderungen? Oder wollen wir das? Ich vom Kauen müde bin. Ich habe gar keine Energie. Dann lasse ich dich mal in Ruhe essen und wir machen später einen Rückblick. Bevor ich den Apfel genieße, wiege ich mich jetzt. Wie ihr wisst, habe ich 85,2 gewogen mit genau denselben Klamotten. Und jetzt wiege ich 78,9. Übrigens ist der Bauch auch so gut wie weg. Hier kann man es nicht so gut sehen, aber so kann man es vielleicht besser sehen. Ja, so einen leichten Blähbauch habe ich immer, aber der war ja vorher richtig schlimm. Ich ziehe den gerade nicht mal ein. Ich lasse jetzt mal richtig locker, wenn ich aufrecht stehe hier. Auf jeden Fall ist die Wampe nicht mehr da. Ja, jetzt liegt der hier vor mir, der Apfel. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Man soll das auf jeden Fall nicht schälen. Es sollte ein Bio-Apfel sein. Aromatisch. Nicht behandelt. Kerngehäuse dran lassen. Und wie gesagt, ganz langsam genüsslich in einer halben Stunde essen. Ich schneide das jetzt in Spalten. Mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen, wenn ich daran denke.
Na komm schon, ein bisschen mehr Begeisterung bitte. Geht doch. Ging dir das auch so? Ich hab's erstmal gerochen. Bevor ich reingebissen. An was musst du so gerochen? Riechen. Das ist so intensiv, das ist so lecker. Aber ich glaube, ich habe zu schnell gegessen. Das ist auch schnell. Hä? Hast du die Spalte schon auf? Das wird aber keine halbe Stunde, ne? Das wird keine halbe Stunde. Ich esse jetzt ganz langsam. Deswegen stelle ich euch mal auf Zeitraffer. Da dies ein ganz besonderer Moment ist, ist es gar nicht so einfach, vor der Kamera diesen Apfel zu genießen. Vor allem, wenn man auch gleichzeitig der Kameramann ist. Aber jetzt komme ich so richtig in Fahrt. Ich genieße jeden Happen, jeden Bissen und jeden Moment. Und bin dankbar für diesen einmaligen Genuss. Unglaublich. Ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Apfel in einer halben Stunde zu essen. Probiert das mal aus. Das ist gar nicht so einfach. Und um ehrlich zu sein, ein Genuss ist das auch nicht. Vor allem auch, weil man seit einer Woche nicht gekaut hat. Man hat ja nur getrunken. Dann ist die Muskulatur nämlich nicht mehr so stark. Aber es geht ja darum, dass man wirklich den Geschmack so richtig schön intensiv spürt, nicht zu viel isst, dass man von vornherein schon lernt, nicht zu viel zu essen und vor allem, dass der Magen auch nicht krampft, weil der hatte ja jetzt seit mehreren Tagen gar nichts. Und wenn du dann große Stücke da drin hast, dann ist der erstmal gut beschäftigt und dann hat das Ganze auch wieder keinen Sinn gehabt. Und nicht vergessen, die Verdauung fängt im Mund an, deswegen immer schön zerkauen. Also wie gesagt, bei dem Apfel jedes Mal bei jedem Bissen bis zu 20 Mal kauen und dann erst runterschlucken. Im Alltag kann man sich das auch so zur Gewohnheit machen. Vielleicht nicht 20 Mal, aber so oft wie möglich kauen, damit der Magen und der Darm einfach viel weniger zu tun hat. Das Kerngehäuse kann man übrigens auch essen, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, mittags hätte ich mir eine letzte Gemüsebrühe geben können, habe ich aber drauf verzichtet. Jetzt kommt mein Nachmittagessen und das ist eigentlich ein Apfel, aber die sind so klein, dass ich zwei genommen habe. Allerdings muss man das auch genauso wie den anderen Apfel ganz, ganz langsam essen und genießen. Der ist viel besser als der von heute Morgen. Das ist lecker, oder? Boah, der ist mega lecker. Viel besser als der Apfel heute Morgen, ja. Finde ich auch. Heute Abend gibt es eine Gemüsekartoffelsuppe. Meine Schwester denkt sich, ob püriert oder in ganzen Stücken mit Salat und Kräuterquark ist ja das gleiche und gönnt sich direkt mal. Ich hingegen halte mich an die Anleitung und nehme es in Suppenform. Naja, ein kleines bisschen habe ich dann doch genascht. Aber bitte nicht nachmachen. Heute ist Tag 11 des Heilfastenprogramms und somit fangen auch die Aufbautage an. Die wichtigsten Tage in dem ganzen Prozess, damit wir einen langfristigen Erfolg haben. Man fängt morgens an, direkt am Bett, entweder getrocknete Feigen oder drei getrocknete Aprikosen. Die kann man auch nachts über in Wasser einlegen, damit die etwas milder sind. Die darf man auch direkt morgens am Bett essen. Dann ist ganz wichtig, dass man an diesen Tagen immer regelmäßig isst. Das heißt, Frühstück gibt es zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr. Das Mittagessen zwischen 12 und 13 Uhr und das Abendessen ja so ab 18 Uhr bis 19 Uhr allerspätestens. Und wir fangen jetzt heute auch wieder mit fester Nahrung an. Nichts Flüssiges mehr. Das finde ich super. Zum Frühstück gibt es das hier. Drei Teile Obst, etwas Haferflocken, etwas Milch. Ich bevorzuge Hafermilch. Das Ganze verfeinert mit Honig oder Fruchtaufstrich. Statt Milch kann man auch Quark nehmen. Meine Portion ist ein kleines bisschen groß ausgefallen. Eigentlich sollen es nur 100 Gramm sein, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ist nicht richtig, ich weiß. Lieber kleine Mengen, aber man muss ja auch satt werden. Man darf übrigens über den Tag verteilt drei Äpfel essen. Die kann man zwischen den Mahlzeiten setzen. Das fördert erstmal, wie gesagt, die Verdauung und wenn man Appetit hat, dann kann man den kurzzeitig damit stellen und ist die beste Variante, einen Apfel sich einfach zu gönnen in dieser Zeit. Mittags darf man auch wieder Gemüse essen und das darf man auch ruhig anbraten. Natürlich in Maßen mit dem Fett. Auch würzen darf man wieder. Und wie gesagt, am besten von Anfang an sich angewöhnen, da man sowieso alles so intensiv schmeckt, nicht zu viel zu würzen, sondern erstmal wenig, damit man sich auch nicht hier die Geschmacksnerven auch schnell so betäubt und dann immer mehr und mehr möchte. Darum geht es eigentlich hier auch. Übrigens kann man hervorragend mit Kräutern diesen Würzgeschmack herstellen, klein hacken und in das Essen rein. Das habe ich gestern bei der Suppe auch so gemacht, bei der Gemüse-Kartoffelsuppe. Das war echt lecker. Ich hatte da nur ein bisschen Salz drin, kein Pfeffer, keine Würze, obwohl ich das hätte machen können, aber ganz viele Kräuter, also Petersilie, Koriander, Dill, ja alles
Grünzeug, was man so kennt und was man gerne hat. Und abends gibt es dann ein paar Gemüsesticks, so Karotten oder Kohlrabi, die kann man sich schön in Sticks schneiden, wie so ein kleiner Snack. Und dazu ein Kräuterquark, da darf man auch gerne ein bisschen Joghurt reinmischen. Am besten bereitet ihr euch das selber vor, ein bisschen Joghurt, bisschen Kräuter, bisschen Quark anrühren und dann mit den Sticks reindippen und essen, aber schön genießen, und das ist echt richtig lecker. Und das eignet sich dann auch immer wieder mal, wenn man zwischendurch mal snacken will, also später. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ideal ist, dann sowas zu essen, als sich dann eine Chipstüte zu öffnen und sich einfach ungesunde Sachen zu geben. Ich werde mir jetzt erstmal meine leckeren Feigen gönnen und danach geht's zu Mutti, denn die will heute Börek machen, was ich nicht essen darf, aber ihr helfen darf. Lecker. Darauf habe ich so lange gewartet, das glaubt ihr nicht. Ich auch ein bisschen. Diese Feige übrigens ist auch sehr, sehr gut für den Magen, für den Darm. Regt die Verdauung an und soll auch so sehr gesund sein. Also morgens kann man sich das zum Ritual machen, immer sich sowas zu gönnen. Und da kann man sich auch eine Walnuss dazugeben, hervorragend. Und auch zwischendurch, wenn ihr was Süßes essen möchtet, entweder eine Feige oder Dattel, hervorragend. Besser als Schokolade, besser als das ganze chemisch hergestellte Zeug, wie Gummibärchen oder was auch immer. Mittags gönne ich mir nochmal die Gemüsesuppe vom Vortag und am frühen Abend gibt es etwas Pellkartoffeln, ein klein wenig Salat und einen selbstgemachten Kräuterquark. Da ich nicht zu Hause bin, muss ich etwas improvisieren, aber am Ende des Videos habe ich nochmal einen richtigen Speiseplan für euch. Der ist aber mindestens genauso lecker. Auch Tag 12, also der zweite Aufbautag, fängt mit 3 getrockneten Feigen am Morgen an. Diese genieße ich wirklich sehr. Ich merke, dass es meiner Verdauung sehr gut tut und meinen Heißhunger stillen kann. Das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Außerdem ist es einfach nur, lecker. Einfach nur göttlich. Zum Frühstück gibt es dann wieder 3 Teile Obst, Haferflocken, Frühstücksbrei, etwas Datteln, Kokosraspeln und Hafermilch. Heute lege ich noch ein bisschen nach und verfeinere das Ganze mit einem Fruchtaufstrich. Zum Mittag gibt es dann einen leckeren Salat. Vor dem Abendessen noch einen kurzen Rückblick und ein kurzes Statement von uns. So, ihr Lieben, ich esse gerade eine Orange. Heute ist der 3. Aufbautag. Hä, was für 3. Aufbautag? Heute ist immer noch der 2. Aufbautag und Tag 12. Diese Frau bringt mich immer durcheinander. Du musst viel lauter sprechen. Wir sind ganz weit weg von der Kamera. Wir haben heute Morgen Müsli gegessen und dann mittags hatten wir einen leckeren Thunfischsalat. Thunfisch gehört zwar nicht zum Speiseplan, aber wir haben uns den trotzdem gegönnt. So, und jetzt ist es, glaube ich, 14 Uhr. Ich esse gerade eine Orange, aber ich muss sagen, ich habe jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis nach zuckerhaltigen Produkten oder aber auch Brot, weil das war ja so mein Laster, womit ich mich täglich ernährt habe. Und mir geht es schon wesentlich besser. Die reine Fastenzeit war sehr schwierig für mich, nicht wie letztes Jahr. Also diese Euphorie habe ich überhaupt nicht gehabt wie letztes Jahr und deswegen haben wir es ja um einen Tag verkürzt. Aber dafür geht es mir jetzt richtig gut. Und mein Ziel war es, hauptsächlich meine Ernährung umzustellen. Ja, was mir auch, denke ich, gelingen wird. Also so wie es jetzt aussieht, bin ich auf einem guten Weg. Ja, also ich fühle mich auch ganz wohl. Ich habe dieses Jahr die Aufbautage nicht so einhalten können wie die letzten Jahre. Ungefähr schon, aber ich werde euch später einen Speiseplan erstellen, wie ihr es richtig macht. Ich denke trotzdem, dass es nicht zu viel war oder nicht das Falsche war, was ich gegessen habe. Es war halt nur nicht genau nach dem Plan, so wie wir eigentlich vorgesehen haben. Die Mengenangabe war, glaube ich, etwas. Ja, die Mengen waren ein bisschen mehr. Mhm. Und ja, heute gab es zum Beispiel Thunfisch, das sollte man eigentlich nach den Aufbautagen essen. Aber gut, uns geht's gut. Wie gesagt, letztendlich geht es um die Ernährungsumstellung. Wir haben auch viele Funde verloren. Mhm. Viele denken immer, wir haben es für die Kilos gemacht. Dabei ging es mir persönlich nicht darum, ihr auch nicht. Mir absolut nicht. Also bei mir war das mehr so dieses der Wohlfühlfaktor. Ich habe mich immer schlapp niedergeschlagen gefühlt und ich musste immer ständig irgendwie Zucker zu mir nehmen, egal ob ich gestresst war, ob ich müde war, was auch immer. Und zum anderen Teil habe ich zum Beispiel auch ein viel schöneres Hautbild. Juckreiz hatte ich vorher extrem stark, der hat gar nicht mehr da. Ja, und andere einige andere
Befindlichkeiten haben sich verändert. Also es ist auf jeden Fall gesundheitlich, fitnesstechnisch angenehmer, ne? Das heißt angenehmer, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Also es ist unglaublich. Da fühlt man sich natürlich auch psychisch wohl. Man ist motivierter, man ist aktiver. Man hat generell eine positive Einstellung zum allen. Ne? Auch wenn mal der Tag ein bisschen scheiße war, ist man dem halt gut gewappnet, weil man ja sich einfach im Geiste und im Körper sich wohlfühlt. Also ja, man bekommt alle Nährstoffe, die man braucht, und alles andere, was schlecht ist, hat da überhaupt keine Chance mehr hier bei mir. Ja, mal schauen, wie lange wir das durchhalten. Mhm. Hast du noch was zu sagen? Ja. Ach so, was ich noch sagen wollte, was sehr, sehr wichtig ist. Achtung, sehr wichtig. Also schreibt's euch dick hinter die Ohren. Wir haben ja jetzt diese Fastenzeit immer, also ich besonders auch, darauf geachtet, dass wenn es mir nicht gut ging, dass ich auch ein bisschen darauf gehört habe, was brauche ich jetzt. Weil ich habe das jetzt nicht auf Biegen und Brechen gemacht. Wenn ich gemerkt habe, mein Kreislauf war richtig unten oder mir war richtig schlecht, habe ich mir einen Orangensaft gegönnt oder eine Tasse Kaffee ohne Zucker, ohne Milch, auch eine halbe Tasse manchmal. Je nachdem, oder ein Tomatensüppchen mehr getrunken, und so habe ich das dann auch gut ausgehalten. Ich denke, man sollte immer, egal was man macht, immer darauf hören, auf das eigene Wohlbefinden, auf den Bauch, auf den Körper, auf sich selbst, und nicht so dogmatisch Dogma was? Sozusagen irgendeinem Lehrbuch oder irgendeiner Empfehlung nachgehen. Das ist sowieso immer mein Lebensmotto oder meine Einstellung oder mein Verständnis davon, dass ich immer am besten weiß, was mir gut tut. Und da kannst du noch tausendmal irgendwo stehen, nee, das sollte man nicht machen. Also damit bin ich immer gut gefahren. Und das habe ich so gemacht, und das sollte jeder, denke ich, machen, weil jeder im Endeffekt sich am besten kennt und ja, es halt auch kein Rezept gibt, was für alle allgemeingültig ist. Das ist sehr, sehr wichtig zu beachten. Oh yeah. Ihr Wort in Gottes Ohren. Ja, das sehe ich genauso. Immer alles, was extrem ist, davon bin ich auch kein Freund. Der Körper weiß am besten, was es will und was es braucht, denke ich auch. Okay, was es will, vielleicht nicht immer. Es will manchmal viel Kohlenhydrate, viel Fett, aber wenn es so ein bisschen an der Hand geführt wird, letztendlich weiß der Körper das auch. Okay, meine Lieben, dann macht's gut. Ciao, ciao. Ja, der zweite Aufbautag und der vorletzte Abend, bevor man wieder normal essen kann. Und wir haben hier ein bisschen Salat, Joghurt mit ganz viel Kräuter drin, Zucchini und Kartoffeln. Mmh, lecker. Mmh. Nach dem leckeren Abendessen gibt es aber jetzt erstmal eine schöne Thai-Massage. Also das haben wir uns jetzt regelrecht verdient. Die Ladies haben sich richtig Mühe gegeben. Ich bin glücklich und zufrieden. Zu Hause bekommen wir Heißhunger, ja, und unseren Mitternachtssnack. Weil wir es nicht ausgehalten haben. Besser als Chips und Schokolade. Cranberries mit Cashews und Möhrchen, Äpfelchen und etwas Salat. Mmm, lecker. Am Tag 13, dem dritten und letzten Aufbautag und allerletzten Tag dieser Fastenkur, gibt es wieder einmal drei Trockenfeigen, einen leckeren Müsli mit Obst und ein letztes Abendessen bei der Shopping Queen. Für unseren letzten Aufbautag sind wir bei Mutti. Die macht was richtig, richtig Leckeres, nämlich Köfte mit Ei. Und ja, meine Schwester hilft dir mit. Ich bin gespannt, wie das schmecken wird, beziehungsweise ich kann es kaum abwarten, denn das wird schmecken, denn das schmeckt immer lecker. Freust du dich auch schon darauf? Ja, ich habe schon Blutzuckerspiegel ist richtig gesunken bei mir. Ich kollabiere gleich. Ja, Hunger. Und so sieht das Ganze aus. Das Rezept dazu könnt ihr übrigens auf ihrer Seite sehen, Emily Karamba. Ja, unser letztes Essen beim Heilfasten. Sie kann es kaum abwarten. Während ich filme, isst sie schon. Shopping Queen isst auch mit. Mmh, ist immer so. Ich esse heute mal ganz traditionell, dazu nehme ich mir mit einem Salatblatt ein wenig vom Teller und führe es ganz dezent zum Mund. Mmm, dazu noch ein Ei ran. Oh mein Gott, das ist einfach nur ein Traum und einfach nur... Mmm, lecker. Ja, und schon am nächsten Tag konnte ich das folgende wunderschöne Transformation-Transition-Video hochladen. In diesem Video hatte ich mich einen Tag vor dem Heilfasten gefilmt. Der Moment, in dem ich auf den Boden trete, ist ein Tag nach dem Heilfasten gefilmt. Auch wenn ich es nicht hauptsächlich aus ästhetischen Gründen gemacht habe, ist es doch ein schönes Gefühl, sich so zu sehen, oder? Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Weil es eine Woche
vergangen. Ich wiege immer noch 80 Kilo. Ich fühle mich topfit. Seitdem ernähre ich mich tatsächlich richtig gesund und genieße es auch. Ich muss mich nicht dazu zwingen. Morgens immer Müsli, immer meine Feigen am frühen Morgen. Dann gibt es immer wieder mal Salat. Hin und wieder mal gönne ich mir auch was. Aber ich habe im Moment nicht so die Lust darauf. Auf Zucker verzichte ich seitdem komplett. Möchte ich auch gar nicht erst mit anfangen, weil ich einfach diese Fitness genieße. Mysteriöserweise trinke ich auch seitdem keinen Kaffee mehr. Und ihr wisst, wie ich meinen Kaffee getrunken habe. Und zwar billigsten Instant-Kaffee mit viel Milch, Kaffeeweißer, Zucker und im besten Fall noch ein bisschen Sahne und Kakao noch drauf. Aber die Zeiten sind vorbei. Ab jetzt gibt es keinen Kaffee mehr, weil ich kein Verlangen danach habe. Oder aber nur besten Bohnenkaffee ohne alles. Höchstens vielleicht mit einem Schuss Hafermilch. Ich werde mal schauen, wie lange ich das so durchziehen kann. Ich will mich dazu nicht zwingen, aber im Moment, wie gesagt, genieße ich das einfach. Und für alle, die es auch zu Hause machen möchten, hier noch eine kleine Anleitung. An Tag 1 und Tag 2 des Heilfastens stehen die Entlastungstage an. An diesen zwei Tagen kann man morgens einen Teller mit Obst essen. Es sollten keine Trockenfrüchte sein und auch keine Früchte, die hohen Säuregehalt haben. Am besten eignen sich Birnen, Bananen, Äpfel oder Erdbeeren. Mittags kann man Vollkornreis oder gedünsteten Gemüse essen. Hier sollte man kein Salz, kein Öl oder andere Fette benutzen. Alternativ zum Reis kann man auch Pellkartoffeln nehmen. Spricht dich das alles nicht an, kannst du dir auch eine Rohkostplatte machen. Zum Beispiel geraspelte Äpfel mit Möhren mit ein bisschen Orangensaft und abgeschmeckt mit Ingwer. Auch hierzu kann man wieder Pellkartoffeln nehmen und ein frisch gepresster Orangensaft geht auch. Abends möglichst nicht mehr nach 18 Uhr essen. Und auch hier kann man sich wieder gedünstetes Gemüse gönnen. Natürlich wieder ohne Salz, ohne Pfeffer, ohne Öle oder Fette. Aber Achtung, was sich für die Entlastungstage nicht eignet, sind blähungsfördernde Gemüsesorten. Also kein Sauerkraut, keine Kohlsorten, keine Bohnen oder Hülsenfrüchte. Am Ende des zweiten Entlastungstages kann man sich schon seine Gemüsebrühe für den nächsten Tag kochen. Und wie das geht, hatte ich euch bereits vorher gezeigt. An Tag 3 steht die Darmreinigung an. An diesem Tag wird schon nichts mehr gegessen. Es ist wichtig, sehr, sehr viel zu trinken. Also am besten mindestens 2 Liter Wasser sollte man trinken oder Kräutertee. Wie das mit der Darmreinigung geht, hatte ich euch auch vorher gezeigt. Ab Tag 4 stehen die Fastentage an. An diesen Tagen isst man natürlich nichts mehr, aber es ist wieder einmal sehr, sehr wichtig, viel zu trinken. Sehr, sehr viel Wasser, viele Kräutertees, mindestens 2 Liter. Das Wasser sollte sehr hochwertig sein, also viele Mineralien haben. Am besten auch aus Glasflaschen und nicht aus Plastikflaschen. Viel Bewegung, viel Achtsamkeit und viele positive Gedanken sind sehr, sehr wichtig an diesen Tagen. Und wie sieht der Speiseplan aus? Wie gesagt, es gibt nichts zu essen. Allerdings gibt es natürlich einen Tagesplan. Den Morgen kann man mit seiner Lieblingsteesorte beginnen. Man darf sogar ein bisschen Honig reintun. Mittags gibt es dann 250 Milliliter von der Gemüsebrühe. Nachmittags kann man sich wieder einen leckeren Tee mit Honig gönnen. Und abends kann man sich einen Obst- oder Gemüsesaft gönnen. Am besten in kleinen Schlucken trinken. Je nachdem, wie lange ihr fastet, solltet ihr das jeden Tag so machen. Fastet bitte nicht länger als 7 Tage. Jeden zweiten Tag könnt ihr auch einen Sauerkrautsaft trinken. Das fördert nochmal, dass der Darm richtig gereinigt wird. Allerspätestens nach 7 Tagen reinem Fasten steht dann das Fastenbrechen an. Dass ihr das sehr behutsam und langsam angehen solltet, hatte ich euch bereits erzählt. Wie gewohnt kann man morgens wieder einen Tee trinken und anschließend kann man sich seinen ersten Apfel gönnen. Dieser sollte so gut wie möglich sein, am besten Bio, beste Qualität und ganz langsam essen, so wie ich es gezeigt hatte, nämlich in einer halben Stunde mit ganz viel Kauen in ganz kleinen Bissen. Am Mittag gibt es dann nochmal eine letzte Gemüsebrühe und am Nachmittag darf man sich dann noch einen Apfel gönnen. Zum Abend gibt es dann eine Kartoffel-Gemüsesuppe. Dazu kann man Karotten, Sellerie, Zucchini, Pellkartoffel, Zwiebel, Kräuter, Meersalz und Muskat nehmen. Kliniken stellen ihren Patienten an diesem Tag eine Fastenurkunde aus. Wer ganz stolz auf sich ist und auch so eine Urkunde haben möchte, kann sich das natürlich auch selbst machen. Nach so einer Zeit voller Verzicht hat man es einfach verdient, sich selbst zu feiern. Die nächsten 3 Tage sind die Aufbautage. Grundsätzlich sollte man zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr frühstücken, zwischen 12 und 13.30 Uhr Mittagessen und zwischen 18 und 19 Uhr eine leichte Kost zu sich nehmen. Wenig Kohlenhydrate. Weiterhin viel trinken, viel Bewegung, keine Hektik, positive Gedanken an diesen Tagen. Möglichst wenig Zucker, kein Weißmehl, wenig Salz, lieber mehr Salz, am besten Kräutergewürze nehmen. Auf jeden Fall auch sehr wenig Fett, anbraten, am besten mit Kokosöl. Die Mahlzeiten in den Aufbautagen
Aufbautagen enthalten ca. 800 Kilokalorien. Nach und nach wird es auf 1600 gesteigert. Man sollte versuchen, sich nach diesen Aufbautagen so viel wie möglich beizubehalten. Am ersten Aufbautag gibt es morgens schon am Bett 3 getrocknete Feigen oder Aprikosen. Diese sollten nachts vorher in Wasser eingeweicht sein. Anschließend gibt es 3 Äpfel über den Tag verteilt. Diese sollte man ca. 20 Minuten kauen. Zum Frühstück 3 Teile frisches Obst, etwas Quark, etwas Fruchtaufstrich und eine Buttermilch oder Tee. Mittags gibt's dann 10 Gramm Frischsalat mit einem Esslöffel Joghurtdressing, 2 bis 3 Esslöffel Kartoffelpüree und etwas Karotten-Apfel-Rohkost dazu. Auch zum Abend gibt es wieder etwas Gemüse und Rohkost. Dazu kann man sich auch einen leckeren Joghurtdressing machen. Auch der zweite Aufbautag beginnt mit getrockneten Feigen oder getrockneten Pflaumen. Zum Frühstück gibt es Müsli und etwas Buttermilch. Dann 2 Äpfel über den Vormittag verteilt und zum Mittagessen wieder 10 Gramm Frischsalat mit gedünsteten Karotten, etwas Vollkorn. Vollkornreis meine ich natürlich. Und Joghurt. Zum Abend kann man sich zum Beispiel einen Tomatensalat mit etwas gedünsteten Zucchini machen. Dazu noch einen Klecks Kräuterfrischkäse. Auch der dritte Tag beginnt mit den trockenen Feigen und Aprikosen. 2 Äpfel über den Tag verteilt und auch wieder mit Müsli. Zum Mittag gibt es eine leckere Rohkostplatte. Diese kann aus verschiedenen Gemüsesorten bestehen und auch etwas Kräuterquark, Joghurt und Obst enthalten. Abends kann man sich einen leckeren Bulgursalat geben und etwas gedünstete Tomaten mit frischem Basilikum dazu. Und somit ist das Fastenprogramm dann auch beendet. Und zu guter Letzt noch einige Tipps, falls es Beschwerden geben sollte. Was tun, wenn ich Hunger oder Appetit habe? Meistens reicht es, viel Wasser zu trinken. Wenn das nicht klappt, ganz viele Teesorten. Und wenn man etwas Herzhaftes haben möchte, so wie ich immer, kann man sich auch ein bisschen von seiner Gemüsebrühe gönnen. Wenn man das macht, ist der Hunger meistens weg. Was mache ich, wenn ich Kopfschmerzen habe? Kopfschmerzen treten meistens zu Beginn des Fastens auf. Ursache ist die entwässernde Wirkung des Fastens und auch der Zuckerentzug natürlich. Deswegen ist es wie immer sehr wichtig, viel zu trinken. Sollte man merken, dass einem Zucker fehlt, kann man natürlich gerne Honig in seinen Tee tun und genüsslich an dem Löffel lutschen. Aber auch ein therapeutischer Kaffee könnte helfen, wenn man zum Beispiel Kaffeeentzug verspürt. Natürlich ohne Milch und ohne Zucker. Entspannungsübungen, Atemübungen oder Yoga können auch Abhilfe schaffen. Aber auch eine heiße Dusche oder ein Spaziergang können helfen. Oder vielleicht ein Gang zur Thai-Massage. Was tun, wenn ich friere und fröstle? Das Frösteln ist völlig normal. Ursache hierfür ist die vorübergehende geringere Wirksamkeit eines Schilddrüsenhormons. Deswegen gilt der Grundsatz, warm halten und warm anziehen. Eine Wärmeflasche solltet ihr auf jeden Fall da haben. Ein frischer Ingwertee kann auch von innen heraus wärmen. Bewegung wärmt auch, deswegen so oft wie möglich rausgehen und viel bewegen. Ganz dicke warme Socken tun es natürlich auch. Ich persönlich bin eine Frostbeule und ich kann euch sagen, ich habe mich zu Tode gefroren, aber meistens hat mir rausgehen geholfen. Und abends meine heißgeliebte Wärmeflasche. Was tun, wenn mein Bauch grummelt? Das sind Leerbewegungen des Magen-Darm-Traktes. Häufig treten sie zu Beginn des Fastens auf und meistens auch bei Erstfastern. Das ist nichts Schlimmes, sondern eher eine Umstellungsreaktion des Körpers. Die Symptome verschwinden schnell, also keine Sorge. Am besten wieder eine Wärmflasche und Bauchmassagen im Uhrzeigersinn dem Darmausgang zu. Was tun, wenn ich müde bin? Kein Problem, müde sein wird wahrscheinlich oft vorkommen, ist aber auch kein Ding. Einfach hinlegen, schlafen, ausruhen, meditieren und ganz schöne Dinge machen. Was tun, wenn ich Körper- und Mundgeruch habe? Giftstoffe werden über Haut und Lunge ausgeschieden. Deswegen empfiehlt sich eine tägliche Körperpflege mit milden Duschgels und rückfettenden Lotionen mit 10% Harnstoff. Auch die Mundhygiene sollte nicht zu kurz kommen. 2 bis 3 Mal am Tag sollte man sich die Zähne putzen. Was tun, wenn ich nicht schlafen kann? Der Stoffwechsel und das vegetative Nervensystem hängen eng zusammen. Durch die Umstellung im Fasten kann es zu einer nervlichen Angeregtheit kommen. Das muss aber nicht negativ sein. Im weiteren Verlauf des Fastens wird dies zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe führen. Um das Einschlafen zu fördern, ist es wichtig, dass man vor dem Zubettgehen nichts Aufregendes macht. Also keine gruseligen Filme, keine Lektüre, was aufreibend ist, keine Themen ansprechen, die einen aufwühlen, sondern eher schöne und beruhigende Gedanken. Ein Abendspaziergang oder ein Bad, ein paar Achtsamkeitsübungen oder einen leckeren Kräutertee kann man sich gönnen. Auf keinen Fall chemische Schlafmittel einnehmen. Was tue ich, wenn meine Haut juckt? Auch dies ist eine Reaktion des
Körpers durch die Entgiftungsprozesse. Hierbei handelt es sich meistens nicht um eine Allergie. Die Irritationen sollten von alleine verschwinden. Liebevolle Hautpflege kann man hier wieder empfehlen. Am besten wieder eine Lotion mit 10% Harnstoff. Der Harnstoff sorgt nämlich dafür, dass die Lotion unter die Haut eindringt. Was tun, wenn ich Wadenkrämpfe habe? Wadenkrämpfe treten bei Magnesium- und Kaliummangel auf. Hier helfen Kneippgüsse oder aber auch Magnesiumpräparate aus der Apotheke. Und was, wenn mein Blutdruck sinkt und mir schwindelig ist? Dies passiert durch die Entleerung der Kochsalzdepots und durch die vegetative Umstellung während des Fastens. Blutdruckwerte können schwanken, mal mit, mal ohne Beschwerden. Bei Problemen mit niedrigem Blutdruck sollte man viel Wasser trinken. Aber oft hilft auch ein Schwarztee mit einem Löffel Honig. Einem Teelöffel natürlich. Bist du eher der Kaffeetrinker, hilft auch ein therapeutischer Kaffee. Auch eine Kalt-Warm-Dusche und eine anschließende Wärmeflasche können Abhilfe schaffen. Regelmäßige Ausdauerbewegungen können den Blutdruck auch stabilisieren. Medikamente sollten eigentlich nicht notwendig sein, aber wenn man sich nicht sicher ist, sollte man einen Arzt fragen. Und was ist, wenn ich wissen will, ob ich abnehme? Auch wenn der Gewichtsverlust der Hauptgrund sein sollte, warum ihr fastet, obwohl es eigentlich nicht so sein sollte, ist es sehr wichtig, nicht jeden Tag auf die Waage zu steigen. Deswegen widersteht bitte diesem Wunsch. Es zerstört die Fastenatmosphäre und ist nicht gerade förderlich beim Abnehmen. Am besten so wie ich einmal vor dem Fasten wiegen und einmal ganz am Ende. Bedenkt auch, dass nach dem Fasten durch Eiweißaufbau und Darmfüllung rund 2 Kilo wieder dazukommen. Das heißt, wenn man 6 Kilo abgenommen hat, können daraus dann doch wieder nur 4 werden. Aussagekräftig ist der Bauchumfang in der Taille. Auch den sollte man vor und nach dem Fasten einmal messen. Das gibt nämlich einem das größte Erfolgserlebnis. Und warum sollte man sich die ganze Zeit nicht wiegen? Es ist erwiesen, dass bei ständigem Denken an das Abnehmen eine Stressreaktion im Körper ausgelöst wird. Dies verlangsamt eine Gewichtsabnahme oder blockiert sie sogar. Also auch hier loslassen und good vibes only. Meine Lieben, das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und könnt jetzt durchstarten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Wenn ich sie nicht beantworten kann, kann sie bestimmt irgendjemand anderes beantworten. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute und bis dann, meine Lieben. Lasst ein Like da. Lasst ein Like da und teilt bitte dieses Video so oft es geht, damit die ganze Arbeit auch nicht umsonst gewesen ist. Ciao!